Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir Engine platt gemacht und ja, den ganzen Part in dieser Level umgehockt. Sehr schön, ne? Und ja, jetzt machen wir Level Nummer 2, Orange Asphalt, okay. Ja, Rennlevel, supi. Welche Farbe hat er noch normalerweise? Orange Asphalt? Gelber Asphalt? Grauer Asphalt? Ich habe keine Ahnung. Wohl grau wird Sinn machen. Weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht ein. Ja, wir müssen ein Rennen fahren und wir müssen 20 Kisten nur sammeln, okay. Habe ich jetzt schon? Ich spiele jetzt Crash Bandicoot GTA Style oder was? Also erstmal alle Kisten hier versuchen zu sammeln. Ja. Wird schon irgendwie machbar sein. Autsch. Solange ich nicht hier volle Möhre wieder eine vorbeifahre. Aber das hat kein Problem. Bin ich gerade aber am Vogel gefahren. Zack. So, die Hälfte haben wir, glaube ich. Aua. Einfach die Polizei so abgedrängt. Crash, was zum Teufel. Aua. Du, da kriegst du wieder ab. Erstmal nur die Kisten sammeln, dann der Kristall. Okay, sah sehr unnatürlich aus. Aber wusste ich. Und dazu ist, ich bin schon wieder beim Vogel gefahren, oder? Ja. Meine Güte, die gehen ja schon voll Offroad alle. Aber das scheint mir ja nicht so schwierig zu sein. Schwierig, was? Ja, das ist mein Freund, schwierig. Wie die vom letzten Mal. Ja, ich tue fast gar keine Turbos und so einsammeln und ich wusste es. Nein, nicht zu weit nach vorn. Nein! Wie könnt ihr es wagen, Mann? Ach. Hätte ich darüber springen müssen? Ja, da drängen sogar noch fast geschafft. Ich habe beinahe alle Kisten und das Rennen geschafft. Ich hätte alles haben können. Ich hätte alles haben können. Die Welt hätte sich vor mir verneigt. Oder so. Ah, na, okay, nochmal. Aber diesmal richtig. Ja, die Vögel sollten besser abhauen, sonst überfahre ich die wieder. Ich habe die überfahren, oder? Das ist krank. Das ist krank. Okay. Hab ich jetzt beide, ja. Sieht so knapp aus. Okay. So muss ich die nicht so punktgenau treffen. Weil es mir ein paar Mal schon nicht gelungen. Aber die haben trotzdem gezählt. Bump. Bump. Aua. Geh fall so um, obwohl ich dich so gerammt habe. Diddle, diddle. Geh mal mit euren neuen Bobby-Cards hier weg. Seifenkissen halten genau. Sieht echt so aus, als hätte irgendwie so ein 5-Jähriger zusammengebastelt mit seinem Vater zusammen. Und die fahren jetzt damit durch. Ey, aufpusten. Okay, wir spielen ja als Crash. Also nicht, der sich ja an irgendwelche Verkehrsregeln wahrscheinlich halten müsste. Was? Mann, ich habe die schon wieder ver. Oh. Was zum Teufel? Ich hab das doch getroffen, ich hab's genau gesehen. Ach man. Bleib. Lass mich versuchen, Erster zu werden, wenigstens. Wenigstens das. Aber ich glaube, daraus wird auch nichts. Hätte ich schon ein paar Turbos und so mitnehmen müssen. Was? Oh Mann. Dreck. Das ist. Boah. Ja, die ist einfacher als die letzte. Oder soll ich nur den Kristall holen und dann den Edelstein? Ich glaube, das mache ich jetzt. Ja. Ist ja nicht so, als würde ich dann irgendwas Geheimnis oder so machen, ne?
Die meisten Sachen werde ich sowieso ausprobieren. Die Relikte auf jeden Fall, weil ich habe keinen Bock nochmal durch die ganzen Level hier zu rennen. Wortwörtlich. So, ich werde mal sehen, ob ich so jetzt alle krieg mit Vollgas. Wenn nicht, dann versuche ich einfach erster zu werden und fertig. Das fährt, man fährt schon viel gerade. So, das habe ich schon ein paar Mal. Jetzt muss ich erster werden wenigstens. Geh was zum Weg. Ah. Mich die Dinger kaum abbremsen, ne? Ja, oi, wollte ich gar nicht. Geh aus dem Weg, Mann. Sehr schön. So muss das. Ja. Läuft doch wunderbar. So, der hätte ja eigentlich das Auto jetzt rammen müssen. Ja, erst werde ich auf jeden Fall. Wegen dieser verkackten Kiste, ja, Freunde. Wie auch immer ich die nicht getroffen habe. Ah. Oh nein, da wird nichts. Ah. So, erst werde ich auf jeden Fall den überhole ich mal locker. Zum Glück können die keinen Turbo und so holen. Oh nein. So schnell, Mann. Okay. Irgendwie wusste ich, dass der mich irgendwie so nach links so reinballert. Keine Ahnung, wo ich die Kisten irgendwann mal aufscreen. Wir haben die Level ja gesehen, wir haben ja gesehen, wo die sich befinden und wo die sich hier befinden. So. Das Rennen war überraschend einfach. Nur die Kiste so, ne? Das ist nervig gewesen. Dingos Dinner, was? Was haben die hier für Marken alle aufgemacht? Wie Engines Gas Dingos Dinner. War der Tiny? Ah, okay. Flaming Passion, okay. Sehr schön, da gibt es einen grünen Edelstein. Den will ich mir bitte holen. Entschuldigung. Ja, wie auch immer ich den bekomme. So, wie viele Dinge haben wir? 75 nur, okay. Muss doch zu schaffen sein. Wir will sich aufschlitzen? Das ist ein Kinderspiel, verdammt. Ja, ne? Hör mich abzuschießen. Schieß dich ab. So. Wenn man auch nichts. Mehr kann schon mal nicht sagen, Araber mit einer Bazooka abgeschossen zu haben. Ja, außer die, die. Egal. Ich hab besser meinen Mund jetzt. Warte, ich helfe dir. Fans, so. Hab mal deine Nase gekratzt und weiter. Boah. Zack. So sehe ich auch aus, ne? Hier. Du bist dat und dat und dat. Du auch. Ich glaube, bloß dich da hinten habe ich nicht gesehen. Der speist doch nichts, erwartet der extra auf mich. Was für eine Sau. Hier, Bams. Unverschämtheit, ne. Auch ein bisschen so abusing, ne? Dieser Bazooka. Aber ist mir egal. Ich meine, man hat sie bekommen, also. Warum dann nicht? So, 360. Warte, ich tötet Feuer. Hier, Bams. I have to kill the fire with fire. With apples. No, not apples. Wumper Fruits. Was weiß ich. Was weiß ich, wie die in Deutsch, Englisch schießen. Das hier, danke. Machst du den Checkpoint auch? Nö, okay. Ich dachte, das habe ich noch nie gesehen. Einer. So. Wie? Besser. Ich brauche keine Bazooka, um mich zu töten. Ich komm dir einfach da hoch. Oh, und da ist. Na super. Wird ein Spaß, glaube ich. Oh man, Sidescroller. Da kann ich meine Bazooka gar nicht abusen. Doch, kann ich wohl.
du nicht schon synchron werfen? Oh, ein Stahl-Checkpoint, okay. Zu diesem Level bin ich früher nie gekommen. Ja, du bist mir ein bisschen zu nervig, geh weg. Bams. Ihr soll ihm seinen letzten Atemzug noch schafft, hier was rauszuwerfen. Meine Güte. Oh, Schwert. Ja, wollte schon sagen. Eine weite, offene Ebene und da ist der grüne Edelstein. Sehr schön. Komme ich jetzt wieder da raus, das wäre richtig gut. Aber wenn ich frecke, dann komme ich wieder in die Bonus raus, oder? Okay, ich weiß nicht, wo ich jetzt hier bin. Nehmen wir mal an, ich hätte von da kommen müssen, ne? Da gucken wir noch mal nach. Oder auch nicht. Nee. Das ist zu gefährlich. Nee, war ich hier nicht gerade? Das ist ein Checkpoint. Oh gut. Okay. Wir wollten uns zu einem Schwertkampf treffen. Okay, ich habe meine Bazooka mitgebracht. Oh, noch mehr Kisten. Habe ich die jetzt noch alle kriegt? Wahrscheinlich habe ich irgendwie so einen ganz kleinen Moment hier, so ein ganz kleines Gebietchen hier übersprungen. Was doof ist. Na. Boah. Hilfe. Und da kann ich die nicht treffen, oder? Doch, klar. Bams. Warte. Okay, warte. So, den einen erwische ich nicht, ne? Doch. Zack, so. So sehe ich aus, ne? Okay, warum gibt's dann? Okay, keine Ahnung. Warum auch immer da ein Sprungbrett ist, obwohl da nichts zu holen ist. Komm da bloß nicht raus, Mann. Ich hätte echt gerne eine Bazooka. Nee, das wird nichts. Kistenmäßig. Na gut, dann machen wir es eben. Obwohl, eine fehlt noch. Nee, eine hat jetzt gefehlt. Ja, wahrscheinlich nur so ein ganz klein bisschen zurück, ne? Leck mich! Weil die sind heute mit den Kisten los, also mit den Edelsteinen. Warum krieg ich die Kisten nicht? Verdammt. Oh. Welche Level war das überhaupt? Die vierte oder dritte schon? Dritte oder vierte schon? Egal, wir haben den grünen Edelstein. Damit haben wir schon ein paar Orte hier wieder freigeschaltet, wo wir hingehen können. Zip, 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 zip. So, habe ich jetzt langsam mal 50%. Nur 48. Verdammt. Weil dritte. Okay, dann kommt jetzt die vierte. Und eine Fluglevel. Mit Crash. Okay. Da werde ich auf jeden Fall aber den Edelstein bekommen. Selbst wenn ich frecke. Crash, Coco, vergesst nicht, dass wir nicht nur gegen Dr. Cortex kämpfen. Ich höre den gar nicht. Der Fernseher ist zu leise. Er ist okay, Uka Uka ist gefährlicher als wir denken. Ich habe ihn gar nicht verstanden, mein Fernseher war so leise. So, 11. 11? Willst du mich verarschen? Das ist viel zu wenig. Are you kidding me? Nein, 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 nein. Erstmal du.
Okay. Lol. Du, komm her. Und du auch. Ich schaff doch wohl hier den Kristall und den Irrschein auf einmal, hallo. Mein Gott, die sehen aus wie die roten Barone. Ne? Oder? Fragen sich einige, was ist denn der rote Baron? Ne, das ist unfair. Ich habe irgendwie indirekt meine Zuschauer beleidigt. Kann das sein? Tut mir leid. Gibt bestimmt viele Leute, die viel mehr wissen als ich. Ja. Gibt bestimmt einige Leute, ja. So, das ist jetzt noch kein Problem, außer von den Typen hier, die mich die ganze Zeit abknallen. Gib mir das mal. Ja, was mal mit dir? Schießen die auf mich? Nee, ne? Heimballon und die Kiste kaputt gehauen. Was sagt ihr dazu? So, wo ist er hier? Ma, zu weit weg. Bis dahin kommen die schon wieder alle und ballern mich ab. Ha. Warum treffe ich den nicht? Ah. Weil die Rolle bringt es auch nicht. Ich tue nur so minimieren an den Schaden, habe ich so Gefühl. Ich ramm nicht, ich ramm nicht. Ja. 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 Ah. Die Soundeffekte aber richtig geil, wenn die abstürzen. Bin aber knapp hier. Ah, voll geil, beinahe, danke. Na du da hinten, du bist so weit weg. Ah. So, komm her. Bevor du umdrehst. Die scheinen nicht auf mich zu ballern. Aua! Oh, ich hab den weggeschrammt. War vorhin nur ein Witz, Mann. Da bist du. Komm her. Dich krieg ich. Nein, nein, böse. Oh, ist das weit weg. Ich glaube schon, eine Kugel muss das Ding dort irgendwie streifen. Das ist ein Ballon, verdammt. Da, hier war noch da. Da war noch ein Leben Ding. Dem Ding hier werde ich das aber nur schaffen. Hier. So. Ey, das ist Stein, endlich mal. Also ein Grau und ich habe ja gerade einen Grün abgesahnt. Was beschwere ich mich eigentlich? Da ist nur du, komm her, du. Geh mir nicht auf den Senkel. Ja, und ich habe dich gesehen, Mann. Ich weiß, ich muss die Großen abschießen. Ich mache aber lieber dich kalt. Ja. Ja. So, komm her. Schramm dich, schramm dich. Bams. Was für ein Bild. Sehr schön, und nach Hause. Bams. Ah, sehr schön. Mad Bombers erledigt. Sehr schön. Victory Dance. Poop, poop. Zick, 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 zick. Und 50% müssen wir jetzt haben, ne? Yay, geil. Wir haben das Spiel zur Hälfte geschafft, wo wir gleich schon beim Ende sind. Letztes Level ist so eine Level, okay. Bocklight, Bosslight, okay. Wollen wir da runterfallen? Warum will ich dann überhaupt nachgucken, verdammt? So, da würde ich sagen, ich speichere jetzt hier auf Screen natürlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Warped, ja, warped. Muss erst so nachdenken. What, warped, ja, warped. Bis dann, ciao.